Hallöchen, meine Lieben. Ja, ich habe mich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemeldet und wollte das jetzt eben auch mal in dem neuen Jahr tun, natürlich. Und wünsche euch, das ist jetzt wie gesagt zwar ein bisschen her, aber trotzdem wünsche ich euch noch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Auf Instagram habe ich mich dann schon noch mal gemeldet, aber eben nicht mit einem separaten Video jetzt in dem Sinne. Und jetzt ist es eben so, dass ich zum einen ein Geschenk noch gebraucht habe, aber halt auch noch einen neuen Kalender und halt so ein paar Kleinigkeiten. Deswegen war ich bei Action und beim Teddy. Und tatsächlich war es dann so, dass man wieder mehr gefunden hat, als man eigentlich wollte. Und das wollte ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Und zwar habe ich wie gewollt diesen Dreierkalender, weil ich das halt immer sehr schön finde, wenn man den vorherigen und den folgenden Monat noch sieht, dann auch entdeckt. Ja, hätte nicht gemusst, aber ja, das Häschen fand ich jetzt so süß, dass ich das mitgenommen habe, und ich habe ja auch schon welche so in der Art mit diesem Bommel, und die Farbe war natürlich auch sehr schön, dass ich den mitgenommen habe. Das kann ich gleich mal abmachen. So. Dann, was mich richtig gefreut hat, ich weiß nicht, wer das kennt. Ich habe mir das, glaube ich, irgendwann mal vor einiger Zeit bei Ali bestellt. Und jetzt habe ich es dort eben gesehen. Und zwar gibt es transparente Sticky Notes. Also sprich, das ist wie Vellum, sehr glatt. Also man braucht dann schon einen guten Stift, der auch drauf schreibt, aber halt nicht verwischt oder so abperlt. Das sind halt solche Sticky Notes, und die habe ich immer sehr gerne benutzt, gerade im Planer oder so, dass man halt trotzdem durchsieht und nichts damit verdeckt, aber trotzdem so seine Notizen aufschreiben kann. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Termine oder To-Do-Listen oder sonst was noch nicht so fix geplant werden wollen, dann kann man eben diese Sticky Notes einfach gut drüber kleben und man kann halt trotzdem durchsehen. Und meinetwegen bei der Übersicht oder bei der Monatsübersicht die anderen Tage noch sehen. Und deswegen habe ich da jetzt gleich mal welche mitgenommen. Falls die dann irgendwann mal geben sollte, dann habe ich da welche auf Vorrat. Aber die finde ich schon richtig cool. Dann habe ich noch entdeckt diese tollen Holzstifte. Und die haben sogar einen Radiergummi. Und die sind auch sehr glatt, also die sind wahrscheinlich nochmal so beschichtet, damit da halt auch kein Splitter oder was abgeht. Und die haben halt, wie gesagt, eben auch den Radiergummi hinten. Und ich habe gerne einfach mal solche einzelnen Bleistifte da, die ich dann zum Beispiel auch mal als Goodie oder so mit reinpacken kann in der Bestellung oder sonstiges. Und ja, fand ich eigentlich sehr hübsch. Und dann habe ich noch diese hier entdeckt. Die fand ich jetzt natürlich sehr lustig und witzig mit dieser Schlange, mit dem Faultier, hier mit dem Koala natürlich, mit dem Narwal, mit so einem Chamäleon und mit dem Einhorn. Da werde ich wahrscheinlich welche verschenken, auch selber behalten, und was kriegt dann wahrscheinlich auch meine Kleine. Und das habe ich halt schon öfter erzählt, dass meine Kleine so einen guten Verschleiß an Klebestiften hat. Jetzt aktuell der letzte. Ich weiß nicht, ich habe aber auch das Gefühl, diese billigen kleben nicht richtig. Aber wie gesagt, jetzt möchte ich noch keine teuren ihr hinstellen. Aber jetzt bis jetzt klappt es ganz gut, dass sie es wieder zumacht. Und das ist jetzt ein 6er-Pack mit 2 Euro. Und das ist wirklich unschlagbar. Also wirklich so ein 6er-Pack Klebestifte habe ich jetzt direkt mal mitgenommen. Habe ich nochmal einen Vorrat da. Und wie gesagt, dann ist nicht viel kaputt. Was ich dann noch mitgenommen habe, das war dann eher so eine, der Monk, weil die Farben sind halt richtig schön. Das sind solche Korrekturroller. Das sind 6 Meter drauf. Aber, ja, finde ich schon ein bisschen happig, aber gut. Ich habe es jetzt mal mitgenommen. Ich
glaube, ein zweites Mal wird es nicht geben, aber die haben mir schon sehr gut gefallen. Ich glaube, die hatte ich sogar schon mal in der Hand. Aber gut, ist ja auch 100% recycelt, von daher. Ja, dann habe ich mitgenommen diese drei Heftchen. Da werden zwei Stück ein Geschenk, also ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk habe ich eben noch besorgt. Und da wird das mit dazu gepackt. Und dann habe ich hier gesehen, ganz einsam und verlassen, so ein letztes in der Art, Geodreieck, ein großes. Dann habe ich auch entdeckt, und das fand ich so süß, ich weiß, es ist ein Kalender, ich habe schon 100 Kalender, aber das musste ich einfach mitnehmen. Und wie gesagt, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich bei meinem Happy Planner jetzt dabei bin, den, was ich jetzt noch nicht benutzt habe, einfach das Datum zu überkleben oder zu überschreiben und dann benutze ich diese Seiten halt einfach. Deswegen ist halt so ein undatierter Kalender eigentlich das Sinnvollste bei mir, weil ich den halt einfach nicht so regelmäßig benutze und wenn ich dann zwischendrin Seiten habe, die ich nicht nutze, dann überspringe ich die ja quasi bis zu dem Datum, wo es halt wieder weitergeht und deswegen möchte ich mir das eher überschreiben, anstatt leer zu lassen. Ja, also ich habe jetzt auch zwei Stück genommen, weil ich da eins meiner Kleinen schenken möchte. Ich finde die so süß. Ach ja. Ich denke, dass der so ein bisschen als Notizbuch herhalten wird. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich kann ja einfach, wie gesagt, das Datum oder so weg korrigieren. Und dann halt einfach drüber schreiben. Macht ja nichts. Aber wie gesagt, ich fand das einfach mit den Koalas auch so goldig. Genau, das war jetzt Teddy. Das packen wir jetzt auch direkt mal so ein bisschen zur Seite. So, jetzt habe ich erstmal die Sachen aufgeräumt, weil dann ist das schon mal weg. Ich denke, ich zeige euch jetzt gleich mal das. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Und zwar habe ich hier dieses Set mit den Dinos mitgenommen, weil eben als Geschenk. Und die Jungs sind Dino vernarrt. Die haben alles, was mit Dinos zu tun hat. Und deswegen dachte ich, das ist ganz cool. Und das werde ich dann eben aufteilen, dass einer das bekommt und der andere das, bekommt halt das noch dazu. Und da das eben Geschwister sind, werden die das eh gegenseitig, also teilen. Also jeder wird dann damit wahrscheinlich spielen. Und da gibt es dann dieses Set noch dazu. Das sind auch so ein paar wilde Tiere. Ne? Also dann einmal dieses und der andere kriegt das. Und dann kriegt jeder noch so ein Lämpchen dazu. Ich dachte, das ist ganz niedlich, so für nachts. Einmal Paw Patrol. Und der andere bekommt dann dieses Peppa Pig. Genau. Und weil ich das selber auch goldig fand, hat mein Kleine jetzt auch eine gekriegt. Mit dem Mädchen von Paw Patrol. Ich denke, da wird sie sich ganz doll drüber freuen. Und da kommen halt, kriegt jetzt jeder nochmal so ein Büchle dazu. Genau, und dann denke ich, ist das auch ausreichend. Ja, vielleicht noch so ein bisschen Naschi dazu, ne? Geht ja immer. Kommt das gleich wieder weg. Ja, und dann hatte ich eben das Thema mit meiner Kleinen, dass sie immer solche Sachen haben wollte mit Steinchen und so. Und dann dachte ich mir, ich habe so viele Steinchen, kriegst du was von mir? Ja. Und jetzt sind es halt aber doch so ein paar Steinchen, die selten sind, die es nicht mehr gibt, die ich sehr schön finde. Und weil sie ist da halt schon sehr großzügig damit und verpappt es auch mal auf irgendwelche Verpackungen. Und sowas landet dann halt meistens dann auch im Müll tatsächlich. Weil alles kannst du halt einfach auch nicht aufheben. Und das macht sie halt dann eher so ganz wild, sag ich jetzt mal. Und dafür sind die Steinchen dann doch zu teuer.
beziehungsweise zu schade. Deswegen habe ich ihr jetzt einfach mal welche mitgenommen, die sie auch haben wollte. Also mir persönlich gefallen die jetzt nicht so doll. Ja gut, die vielleicht schon. Aber wie gesagt, die habe ich jetzt wirklich ausschließlich für sie mitgenommen. Und dann bekommt sie halt einmal zwischendrin so ein Päckchen. Genauso wie mir die Herzle. Die Herzle, glaube ich, hat sie schon mal gehabt. Die hat sie auch ganz doll verbappt. Kann ich euch ja mal was zeigen. Hier. Da hat sie einfach so eine Verpackung genommen und alles draufgeklebt, was sie hatte. Und das hat sie mir dann geschenkt. Ja, das habe ich jetzt natürlich hier stehen. Ja, aber da gehen dann halt einige Packungen direkt drauf. Und dafür ist es mir halt einfach auch ein bisschen zu schade. Dann hier zu Valentinstag gab es diese Herzchen, die fand ich auch ganz niedlich. Und diese Schmetterlinge, die werde ich behalten tatsächlich, weil die ich sehr schön finde. Und ihr habe ich dann auch noch mal ein Päckchen mit den mit den Schmetterlingen mitgenommen und dann noch ein Päckchen mit den Blümchen. Und ich denke, da kannst du dann was ganz Schönes draus machen. Und wie gesagt, dann hat sie ihre eigenen und ich muss mich nicht schweren Herzens von meinen trennen. Und wie gesagt, die sind, weil es was sind, teilweise auch Marken, die natürlich nicht. Aber dann sind halt welche dabei, die es zum Beispiel gar nicht mehr gibt und die mir dann einfach auch zu schade sind dafür, weil, ja, weiß ich nicht. Ihr habt es ja gesehen, ne? Was ja in Ordnung ist. Sie soll ja ruhig ihr Zeug machen, aber ja, genau, dann hat sie halt ihr eigenes. Und dann, solche Buchstaben nehme ich eigentlich schon gar nicht mehr mit, aber die fand ich jetzt doch sehr schön und ich denke, dass ich die vielleicht, ich möchte ja noch die Babysachen verbasteln und da dachte ich, passen die ganz gut dazu. Einmal diesen türkis-lila-rosa Verlauf und einmal diesen Regenbogenverlauf. Also ich habe immer zwei mitgenommen, weil wenn du mal Buchstaben mehrfach brauchst, ist es halt immer blöd, ne, dann fehlt dir irgendwas. Einmal das. Das kommt auch gleich mal zu ihren Sachen. Komm mal gleich mal weg. Dann habe ich noch mal so eine Backmatte mitgenommen, weil ich das halt ganz gerne mag, wenn man einfach eine Unterlage noch mal hat, wenn es irgendwie besonders matschig wird oder so. Und ich möchte mir jetzt halt auch angewöhnen, dass wenn ich auch mit Farben rummatsche, mir einfach so eine Matte drunter lege. Und ich glaube, das ist nicht einmal schlecht. Jetzt wartet einmal. Hier habe ich noch ein schönes Blatt Papier von meiner Kleinen, weil das rutscht dann halt auch nicht. Und auf der Glasmatte, dann rutscht es halt, ne? Also wenn du jetzt hier mit dem Schwamm drüber gehst, dann rutscht das Papier schon alleine zu doll weg. Deswegen, und die Matte kannst du dann zusammenklappen und mit unter das Waschbecken legen und hast halt direkt wieder einen sauberen Tisch. Drum möchte ich mir das eben angewöhnen, so eine Matte einfach zum Kolorieren, zum Rummatschen drunter zu legen. Ich habe dann auch noch mal eine Matte, wo ich gerade so was mit Heißkleber ist, was mit Ziegelwachs ist, was so ein bisschen heißer sein kann. Deswegen habe ich mir das jetzt noch mal separiert und deswegen habe ich da jetzt so eine Matte noch mal. Das. Dann auch in der Bastelabteilung. Das ist ja selten, ne? Aber gab es hier diese kleinen Gläser mit Korken. Einmal rund, einmal eckig, einmal rund und dann nochmal in so einer Flakon-Form eigentlich. Weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht, was ich damit mache, aber ich dachte mir, das ist ein schönes Geschenk, wenn man zum Beispiel auch in Form von Glitzer oder sowas mal verschenken möchte. Lebensmittel, weiß ich nicht, ob die dafür geeignet sind. Ist ja eigentlich Glas, ne? Wobei mit dem Korkdeckel, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, es soll halt dann eher was sein, was man verschenken kann. Vielleicht auch noch beplotten. Glas lässt sich ja immer ganz gut beplotten. Und es ist auch gerade, also sprich nicht konisch oder so, dass das dann irgendwie schwieriger wird. Von daher müssen wir mal gucken, was das wird. Dann habe ich auch noch gesehen, die sind super schwer. Ich habe mir ja die hier mitgenommen. Aber jetzt habe ich die gesehen und die finde ich natürlich tausendmal schöner. Mit diesem Marmor. Oh. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die nicht, keine Ahnung, drüben im Wohnbereich oder so hinstelle. Oder ob ich die tausche und die Marmor hier lasse. Muss ich jetzt mal gucken. Jetzt
klebt hier das Zeug schon wieder dran. Habe ich zwei Stück. Die haben auch verschiedene Marmorierungen, also da muss man schon ein bisschen drauf gucken. Manche sind fast weiß. Die haben jetzt mehr so einen grauen Marmor, manche sind eher bräunlich. Ja, aber da gab es auch schwarz und braun, glaube ich. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und was es eben auch gab, war diese. Auch Marmor. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das wirkt. Eigentlich habe ich das mitgenommen für, na toll, für als Hintergrund für meine Bilder. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar zu schade dafür ist. Aber ich habe halt Angst, wenn dann andere Menschen mit involviert sind, dass das dann halt kaputt geht. Deswegen dachte ich, das benutze ich jetzt erstmal so als Hintergrund, wenn man so seine Sachen draufstellt oder halt abfotografiert. Ich denke, das hat auch einen schönen Schimmer so ein bisschen. Ja, muss ich mal gucken, werde ich jetzt einfach ausprobieren. Wenn das klappt mit den Bildern, dann werde ich es dafür hernehmen. Ansonsten kommt es als Dekostück einfach rüber. Und dann habe ich mir jetzt nochmal, weil ich einfach mehrere von diesen einzelnen Farben brauche, nochmal solche Päckchen hier mitgenommen. Und von dieser Farbvariante und von dieser Farbvariante, allein schon wegen der, habe ich die jetzt nochmal mitgenommen, weil ich habe auch Avocados gemacht und hatte ich nicht die richtigen Grüntöne. Das hat mich dann am Ende schon ein bisschen genervt. Weil ein Avocado ist ja relativ gleich, wobei, ja, aber wenn es halt dann unterschiedliche Grüntöne sind, ist es halt dann nicht mehr so toll. Ach ja, ich habe mir nochmal solche mitgenommen. Die sind doch ganz praktisch, nur darf man halt nicht so kleine Sachen verwenden, dass die ineinander verrutschen können. Ich habe hier zum Beispiel solche Sachen rein, diese Snappies oder wie sagt man dazu? Kernsnips. Hier habe ich sie schön einmal sortiert. Ja, und da sieht man schon, wenn man die irgendwie so lagert dann, dass die halt ineinander verrutschen. Und da dachte ich, einmal noch ein Päckchen nehmen wir mal mit, weil das letzte Mal habe ich diese für diese Zange ich habe jetzt diese Zange, weil ich mich damit einfacher tue, diese Dinger zusammenzudrücken, als mit dieser komischen Zange, die dabei ist. Und da gibt es ja verschiedene Aufsätze und die wollte ich eben sortieren. Und dann hatte ich keine mehr. Ja. Ja, und das werde ich dann auf jeden Fall darin sortieren, damit ich halt für jede Öse oder für jedes Teil, ob das jetzt Jersey Snap oder Jersey Druckknöpfe oder solche Sachen, diese Aufsätze reintun kann. Und dann ist das schön sortiert. Dann muss ich nur noch die aus der Kammer rausholen und weiß, welche zusammengehören. So, und dann habe ich hier diese wunderschöne Schale noch mitgenommen. Years later. So viel kann man über eine Schale erzählen. Und dann habe ich beim Action eben wegen diesem Servierteller-Geschichte das hier mitgenommen. Bräuchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil ich ja dann beim Teddy was Perfektes eigentlich in dem Sinne gefunden habe. Aber ich glaube, dafür wird sich auf jeden Fall auch was finden. Ich denke, dass ich da das drauf drapieren werde, was jetzt aktuell auf dem Esstisch steht, mit einer Pflanze Salz, Pfeffer. Und ich denke, mehr muss da auch gar nicht hin. Und ja, muss immer gucken, wie das dann ausschaut. Einfach ein bisschen was Kleineres, weil jetzt steht ein bisschen viel auf dem Tisch. Und das habe ich jetzt schon länger im Gedanken gehabt, dass wenn man auch halt auch so mal irgendwelche Soßen oder sowas
hat zum Dippen oder sonst irgendwas, dass man halt das separieren kann. Und deswegen habe ich hier einmal so ein kleines Schälchen mitgenommen mit drei Parteien. Und das kann man dann mal hinstellen oder wirklich nur so Kleinigkeiten an Snacks, so ummantelte Nüsse oder wie, oder keine Ahnung, ihr wisst schon, ne? Ja, ich bin ja auch im Häkelfieber. Und jetzt habe ich mir hier diese Wolle noch mitgenommen in Grau und so eins in Weiß. Auch sehr schön. Das ist, glaube ich, die gleiche Art wie die. Also wie diese kleinen. Da habe ich auch schon diese rosa Töne in dunkel und hell. Ach ja. Und die dann noch. Das ist auch ein sehr schönes Blau. Und dann habe ich diese hier noch. Das waren leider die letzten, aber die sind sehr weich und so ein bisschen flauschiger. Bin ich mal gespannt, ob ich damit zurechtkomme, weil ich hatte so eine, die hatte einen ganz dünnen Faden. Da habe ich fast keine Maschen mehr gesehen. Mal gucken, ob ich mit der zurechtkomme. Aber das wäre schön gewesen, wenn es da noch welche gegeben hätte, weil mit einer Wolle, ja, kriegst du halt doch nicht so viel raus. Ne? Da muss halt das recht klein werden. Mal gucken, was ich daraus mache. Das entscheide ich eigentlich dann immer recht spontan. Was ich eben noch gesehen habe, ist es ja auch demnächst, bald ja nicht, aber es kommt Ostern, und da habe ich jetzt einfach mal so eine Kleinigkeit mitgenommen. Ich werde jetzt auch mich so ein bisschen zügeln und sowas, Geschenke, Kinder, was jetzt nicht unbedingt Geburtstag, Weihnachten, das ist für mich doch nochmal so eine kleine Ausnahme, aber so Ostern oder Halloween oder sonst was, du kannst dir tausend Sachen schenken, ne? Und dabei sind die Kinder eh schon so überlaufen oder so überfordert. Es ist einfach viel zu viel. Und ich glaube, deswegen hat sich das dann irgendwann auch so etabliert, dass es Süßigkeiten gibt, weil die sind dann irgendwann weg. Wobei das halt für die Gesundheit und so weiter auch nicht so von Vorteil ist. Deswegen dachte ich, ich schenke dann lieber sowas als Süßigkeiten. Aber das, ja, irgendwie wird es dann irgendwann zu viel. Und jetzt gibt's halt nur noch Kleinigkeiten. Und ich denke, das reicht auch gerade in unserer Gesellschaft. Also da nehme ich mich überhaupt nicht raus. Überhaupt nicht. Also wenn man, ihr wisst ja, wie mein Bastelzimmer aussieht. Das ist halt mein Hobby und das ist auch eine gewisse Leidenschaft, auch eine Sammelleidenschaft. Aber man hortet oder man hat schon sehr viele Sachen. Und dann habe ich noch entdeckt, diese tollen Lampen. Und das ist Diamond Painting, das werde ich auf jeden Fall meiner Mama geben. Und dann bekommt meine Kleine diese Lampe. Und da habe ich noch diese Eule. Fand ich auch sehr niedlich. Also die bekommt dann meine Mama zum Diamond Painten. Ich habe wieder geguckt, da gab es nichts. Da gab es aber ein Riesenset mit Bügelperlen, was ich auch interessant fand, aber ich glaube, das mag sie nicht. Ja, und was ich auch sehr gerne mag, sind diese 3D-Teile hier. Die werde ich dann wahrscheinlich mit meiner Kleinen machen. Und da bekommt dann jeder so ein kleines 3D-Figürchen zu Ostern als Geschenk für meine Schwester, für die Oma, also für Emmas Oma. Und dann ist es so ein kleines Geschenk. Und ich denke, da kann man ganz cool das mit der Kleinen machen, weil letztendlich drückst du es nur raus und klebst es dann aufeinander. Dann habe ich mitgenommen ein von diesen Set. Also ich denke, dass diese Stempelpads nicht so gut sind. Deswegen habe ich mir jetzt Nummer 1 mitgenommen. Nur wegen der Box. Und die Pads, ja, weil schaut mal, das ist so dünn und so trocken, denke ich. Das werde ich wahrscheinlich meiner Kleinen geben, aber die Dose werde ich behalten. Und die ist schon schief. Naja, dann haben wir beide was davon. So, dann für einen, bestimmten Anlass, dachte ich mir, ist dieser, wenn das jetzt wieder nicht gescheit abgeht, ne? Ist dieses Büchlein hier vielleicht sehr hilfreich, weil es vermutlich viel
viele Agendas geben wird, an was ich denken muss oder was so ansteht. Deswegen habe ich mir einmal dieses süße Büchlein hier mitgenommen. Warum ist das jetzt so klebrig? Ich habe doch extra geschaut, eins zu nehmen, was in Ordnung ist. Und das ist einfach so eine To-Do-Liste. Dann kann ich hier den Tag reinschreiben, meine Sachen, an die ich einfach denken muss oder denken möchte. Oder so einen Ablaufplan vielleicht auch, wenn ich sage, okay, ich möchte das und das und das machen. Vielleicht in der Reihenfolge, dass ich das dann mir einfach aufschreiben kann und abhaken kann. Und ich fand die Biene so süß. Und das kann ich dann einfach auf meinen Schreibtisch nebendran legen und immer wieder reingucken und dann Tag für Tag mein Zeug aufschreiben. Und dann habe ich das noch entdeckt. Ich glaube, so eins habe ich schon, bin mir aber nicht sicher. Jetzt warte doch mal. Okay, weiß ich jetzt nicht, aber ich dachte, ich hätte schon so eins, oder? Das war eins in Schwarz. Auf jeden Fall hat es einmal diese Sticker und punktkarierte Seiten. Die sind allerdings kleiner als 0,5 und zwar in Kraft, Schwarz und Weiß. Ja, fand ich jetzt wieder sehr interessant. Das Cover fand ich auch sehr schön, auch mit diesem Roségold. Hier scheint es jetzt sehr gold, aber das ist Roségold. Genau, einfach so vielleicht als Journal oder einfach um so ein paar Skizzen zu machen oder so ein paar Letterings zu üben oder sowas. Ne? Also jetzt nicht als Tagebuch oder so, weil dann kannst du einfach mal sagen, ich benutze einen Metallic-Stift auf Schwarz oder auf Braun oder ganz regulär auf Weiß. Und das ist halt ganz cool, wenn du dann diese drei Farben hast und dann einfach ausprobieren kannst. Und dann gab es neu, da gibt es ja auch immer wieder mal verschiedene Farben von diesem Leinenpapier. Und zwar hatte ich da schon mal dieses hier und das habe ich auch richtig gemocht, weil das ist ein Schwarz, so ein schönes Braun, so ein fast schon Rosé, Grau und dieses dunkle Grün hat. Und wie man sieht, ist das jetzt ein helles Grün, ein dunkles Braun und so ein Grau. Und das ist halt gerade so, was Männersachen angeht. Das sind halt das so sehr schöne Farben, wie ich finde. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dann als Nachschub, das kann man ja immer gebrauchen, sind diese Sachen hier. Das hat einmal dünnes Papier, dick, dünn in Kraft und dick und dünn in Weiß. Und das kann man immer gebrauchen, egal für was. So, und dann habe ich noch diese hier entdeckt. Da gefällt mir nicht alles. So dieses Florale, ja. Außer das. Also das mit diesen Tigern mag ich immer nicht. Und das auch nicht. Ich denke, das trenne ich mir gleich raus und das bekommt dann mal Kleine zum Verschnipseln. Und das hier fand ich halt ganz schön von den Farben her, von den Regenbögen natürlich mit den Herzchen. Sehr schön. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, das war aber ein anderes. Ja, genau. Also das hier habe ich, glaube ich, mal beim Woolworth mitgenommen. Das ist, ja, Richtung ähnlich. Aber das war vom Action und das war das letzte, genau, mit den Regenbögen. Das war auch sehr schön, oder ist sehr schön. Das kommt dann gleich mal rein. Das ist immer das Beste, wenn man das schon in der Hand hat und direkt wegräumt. So. Und dann habe ich mir jetzt noch mal random diese Binder hier mitgenommen. Die habe ich jetzt schon so oft in der Hand gehabt und jedes Mal habe ich es zurückgelegt, weil es ja immer meistens linierte Dinger gibt. Aber da gab es jetzt eben auch diese karierten und ich sehe gerade, das hat eine viel schönere einen viel schöneren Druck als das. Und ich kann das nicht leiden, wenn das so fest oder so dick und dunkel ist. Ja, hätte ich mal besser drauf geguckt. Naja, ist jetzt wurscht.
Aber das sind halt so, ja, so Schmierbücher. Die kannst du dann eben auch umsortieren, also in der Reihenfolge, die du es brauchst. Und die kannst du halt schnell einheften und wieder ausheften. Genau. Und für einen bestimmten Anlass habe ich mir jetzt auch dieses in A4 mitgenommen, in Rot, in kariert. Genau, und das werde ich als Arbeitsheft nehmen. Und deswegen finde ich diese Systeme einfach am besten. Und sie sind halt nicht, weil ich mir dann oft auch die Gedanken gemacht habe, warum nimmst du dann nicht einfach einen normalen Ordner mit zwei Löchern? Das hat man immer, das gibt es überall und das hat jedes Büro auch zur Verfügung. Das ist jetzt nicht wieder so ein spezielles System und so weiter. Aber ich muss auch sagen, die Ordner sind halt dann auch zu dick. Wenn du jetzt zum Beispiel nur eine Handtasche hast mit einem Laptop oder sonst irgendwas, dann nimmt so ein Ordner halt schon viel Platz weg. Und so hast du halt jetzt nur dieses dünne Heft oder diese dünne Mappe. Och, mich nervt sowas. Leute. Und dann ist das erledigt. Und nimmt nicht viel Platz weg. Ja, deswegen mag ich dieses System sehr gerne. Und man hat halt trotzdem diese Flexibilität. Man kann auch umschlagen. Also sprich, wenn man jetzt irgendwo hier ist, dann kann man das schön klein, ne? Also, und das liegt halt auch immer flach. Es liegt flach und du kannst es so umklappen. Kannst du auch nicht mit jedem System machen. Passt sowas, ne? Muss ich jetzt dann gleich mal mit zu einem Lappen oder so drüber. Naja, auf jeden Fall habe ich diese jetzt noch gesehen. Und ich habe die, glaube ich, schon vor Ewigkeiten mal in solchen Holz gesehen. Die hat jemand gesammelt. Ich kann jetzt aber nicht mal sagen, wer. Und es sind scheinbar solche kleinen Tierchen, die halt in so einer, in so einem Tuch gewickelt sind und die fand ich auch so süß und die gab es irgendwie bei mir nicht. Und jetzt habe ich die entdeckt und musste die einfach mitnehmen. Cute Titus. Ja, wenn ihr wissen wollt, welches Tierchen da drin war, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da werde ich es dann, wenn ich es aufgemacht habe, wahrscheinlich auch posten. Und dann war es das jetzt. Endlich. Ich werde jetzt auf jeden Fall heute noch was Spannendes ausprobieren mit meiner Freundin, der lieben Betty. Da dürft ihr euch wahrscheinlich auch in Zukunft, in naher Zukunft, auf etwas freuen. Wobei ich da, wie gesagt, wir wollen das erstmal so ein bisschen austesten und mal gucken. Und dann werde ich das aber auch mit euch teilen. Ich hoffe, da freut ihr euch schon drauf. Und möchte jetzt auch noch was basteln. Ich habe heute Abend frei bekommen. Mein Mann übernimmt die Bettroutine oder die Abendroutine, sodass ich dann noch basteln darf und mit der Betty mich verabreden darf. Ja, das wird auf jeden Fall sehr schön. Genau. Also ich habe immer so ein bisschen das Problem, mich zu verabschieden. Merkt ihr das? Aber ich sage jetzt auch Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann wieder. Tschüssi!